Wir kennen es alle, Mikrotransaktionen. Manchmal hassen wir diese, aber manchmal sind sie sogar ganz gut. Besonders weil die Entwicklung von Spielen komplexer geworden ist und teurer. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie es mit Mikrotransaktionen angefangen hat, wie es sich im Verlauf der Zeit entwickelt hat, was für schlechte Beispiele es gibt und vieles mehr. Ich denke, wir sollten anfangen und langsam in der Zeit zurückreisen. Während ich aber in dieser Zeitmaschine sitze, kannst du ja das Video liken oder ich zünd einfach dein Haus an. Am 20. März 2016 veröffentlicht der Entwickler Bethesda The Elder Scrolls Oblivion. Ist ja ein normales Spiel. Es war auch wahrscheinlich ein erfolgreiches Spiel. Ich bin mir da aber gerade nicht sicher. Ich meine, ich war da 5. Ich bin viel schneller, ihr Wichser. Fuck, jetzt muss ich Steuern zahlen. Und das ist einfach so ein Open-World-RPG gewesen, in dem du einfach deinen Charakter ausbauen mit einer Story konntest. Keine Ahnung, ich hab's mir nicht angeguckt. Aber das Wichtigere ist, am 3. April 2006, ich hoffe, das Datum ist richtig, veröffentlichte Bethesda eine Art DLC. Und das war eine Pferderüstung für $2. Das konntest du als Zusatzinhalt kaufen und dein Pferd hatte dann halt einfach eine Pferderüstung. Wahrscheinlich fragen sich jetzt so die meisten so, vielleicht kann die Rüstung ja was Besonderes. Und ja, die Rüstung konnte was, denn sie konnte nichts. Sie sah einfach nur skinmäßig wahrscheinlich ganz gut aus. Außer ich laber hier jetzt Scheiße. Aber was man dazu sagen kann, dass dein Pferd einfach mehr Drip hatte als du selber. Weil stell dir mal vor, du bist in so eine Bar reingegangen und dann fragt jemand so, oh, wem gehört das Pferd da draußen? Und dann kommst du so an. Das, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Blue! Nach meiner Recherche hat sich aber auch das DLC überhaupt nicht gut verkauft, aber es war trotzdem der Meilenstein für die Mikrotransaktion. Bethesda war zwar nicht die erste Firma, die das gemacht hat, aber wahrscheinlich die größte. Also die anderen, die sind halt irrelevant und die kenne ich auch alle gar nicht, deswegen lasse ich das mal raus. Aber eine ganz bekannte Firma hat 2004, also 2 Jahre früher als Bethesda, auch schon Mikrotransaktionen gehabt, nämlich EA. Es kann kein Video über Mikrotransaktionen sein ohne EA. Denn in Sims 2 hatten sie so einen Online-Shop oder sowas, in dem du echtes Geld gegen Sim-Points eintauschen kannst. Das heißt so viel wie, dass du für $1 100 Sim-Points bekommen hast. Und das, was du damit kaufen konntest, waren sowas wie zum Beispiel Frisuren, Möbel und sowas. Und das hat alles so um den Dreh 75 bis 100 Sim-Points gekostet. Also recht billig. Und für so kleine Extra-Stuff ist das wahrscheinlich sogar okay gewesen. Den nächsten Schritt hat eine Firma in 2008 gemacht. Und das ist halt wieder EA. Ich glaube, das wird doch ein ganzes Video über EA. Und in diesem Jahr haben sie FIFA 9 released. Mit dem neuen Spielmodus Ultimate Team, in dem Spieler einfach mit virtuellen Kartenpacks Spieler kaufen konnten, um ihr Team zu verbessern. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum das Spiel immer noch so weitermachen kann. Und EA hört auch nicht auf, denn im Jahr 2009 kam Sims 3 raus. Es tut mir leid, dass ich gerade über EA reden muss so viel. Aber das können wir ganz kurz machen. Sims 3 hatte wieder einen Shop, das war gleicher, nur dass halt alles teurer geworden ist. Aber es gab dafür auch coole Erweiterungen wie Fantasy-Sachen, Vampire oder sowas. Und eine Erweiterung namens Gib Gas. Ich glaube, wir gehen mal ganz schnell weiter. Aber jetzt können wir endlich weggehen von EA, denn in 2012 begann dann die Mobile Games Ära. Denn hier wurde Clash of Clans released. Und ich kann es gerade irgendwie nicht fassen, dass das 2012 war. Ich fühle mich einfach so alt. Hier konntest du virtuelle Währung kaufen, nämlich die Edelsteine. Ich hoffe, das waren Edelsteine. Mit denen du dann halt zum Beispiel Dinge verschnellern kannst, wie das Upgraden von Gebäuden. Oder du konntest dir auch ganz einfach Ressourcen kaufen. Aber auch ein Ausbildungsskip für deine Truppen. Warum erfahre ich erst jetzt davon? Hätte ich die ganze Ausbildung nicht machen müssen. Aber auch EA, echt jetzt, brachte auch ein Mobile Game raus namens Simpsons Tape It Out. Und hier konntest du sogar mit echtem Geld einfach Steuern eintreiben. Das Ding ist, bei Mobile Games könnte man jetzt noch weiter ausholen, weil es gibt halt wirklich viele. Nur ich glaube, ich muss darauf nicht mehr eingehen, weil inzwischen hat jedes Mobile Game fast das gleiche Monetarisierungsprogramm und das würde einfach nur den Rahmen sprengen. Wer aber auch einen Schritt weiter gegangen ist, ist Activision. Die haben einfach einen roten Dot für 99 Cent im Shop verkauft, also das, was sie zum Zielen benutzt. Warum verkauft man das und wer kommt auf die Idee? Der nächste Schritt ist von einem Entwickler, den ich jetzt nicht wirklich kenne oder nicht zuordnen kann, nämlich die Entwickler von Dead Space 3. Denn die ersten beiden Teile schienen sogar ganz gut.
gut zu laufen. Ich weiß es aber nicht, weil ich habe die Teile nie gespielt. Doch wie in jeder Fortsetzung einer Reihe ist der dritte Teil immer der schlechteste. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch nie ein Half-Life 3 oder Portal 3. Und hier kann man irgendwie auf die Idee, dass Spieler Ressourcen und Waffen für Echtgeld kaufen können. Wer kauft sowas? Es ist zwar weniger verwerflich, weil du kannst die Spiele halt auch im Spiel bekommen, aber wer kauft sowas? Ich meine, du tust ja nur den Spielspaß dann raushauen. Und im Jahr 2014 will sich EA wahrscheinlich immer wieder übertreffen. Denn in Sims 4 haben sie den alten Shop halt so entfernt und man kann nur noch Sachen durch DLCs kaufen. Mittlerweile ist Sims 4 ja auch kostenlos, aber wenn du das ganze Spielumfang haben möchtest mit allen DLCs, musst du einfach 700 Euro ausgeben, damit sich das Spiel einfach fertig anfühlt. Ich frag mich immer, wie EA damit so durchkommen konnte. Beim nächsten Spiel habe ich die Teile wirklich geliebt, nämlich Mittelerde, Schatten von Mordor und Shadow of War. Sie waren für mich einfach das bessere Assassin's Creed. Nur bei Shadow of War gab es da so ein ganz kleines Problem. Wonder Brothers oder wie die heißen, haben halt Lootboxen eingefügt, mit dem du halt so besondere Orks gamblen konntest. Zwar konnte man diese auch im Spiel finden, aber du konntest die halt auch einfach kaufen. Dazu wurde auch einfach der Loot richtig schwer gemacht, dass es als Free-to-Play-Spieler, okay, das war ein Vollpreisspiel, also eigentlich nicht Free-to-Play, dass du es in ein Vollpreisspiel hart grinden musstest, um halt an diesen Punkt zu kommen, wo jemand mit Geld weiterkommt. Denn du konntest dir halt mit diesen Lootboxen halt so Uruks kaufen oder halt auch Ausrüstung, aber ich glaube, die Uruks waren halt wirklich das Besondere. Denn du musst halt wissen, dass man in dem Spiel Gefolgsleute haben kann. Und natürlich bekommst du gute Gefolgsleute aus diesen Lootboxen, halt, anstatt sie selber zu finden. Und das war natürlich schwierig, weil es gab auch einen kompetitiven Modus, in dem du die Festungen von anderen Spielern angreifen konntest oder auch deine Verteidigung aufbauen kann. Und da ist das schon ein bisschen kritisch, dass du einfach so starke Uruks haben konntest. Und das Schlimmere ist auch, wenn dein Uruk stirbt. Das heißt, egal auf der Gegnerseite oder auf deiner Seite, war der halt wirklich tot. Und jetzt stell dir mal vor, du greifst eine Basis an und einfach all deine Soldaten sterben einfach, wie du dir mühevoll erfarmt hast. Das Spiel hat sogar sehr viel Kritik dafür bekommen und die sind dann auch wieder zurückgerudert. Sie haben die Lootboxen entfernt und das Spiel so angepasst, dass es ohne Lootboxen halt spielbar wäre. Ich finde das sogar noch kritischer, weil irgendeine wichtige Person in der Firma, ich weiß nicht, ob es der Hauptentwickler ist oder sowas, der hat in den Credits einen Platz bekommen, weil er während der Entwicklungszeit gestorben ist. In 2015 hat ein neues Franchise versucht, den Gipfel zu erklimmen, nämlich Evolve. Es wurde als Nachfolger für Left 4 Dead angekündigt. Es wurde sogar so beworben, dass es sowas ähnliches sein wird. Also wartet man quasi auf einen Koop-Shooter, in dem du einfach mit deinen Freunden durch Sachen durchballern kannst. Was man aber dann gefunden hat, war einfach ein Mikrotransaktionsspiel, das einfach Leute in die Knie gezwungen hat. Man hat das Basisspiel zum Vollpreis angeboten, was auch nur das Nötigste beinhaltet hat, während Monster, Waffen und sogar Beute in DLC-Preisen verbunden waren. Ich glaube sogar, Wolf war so ein asymmetrisches Spiel wie Dead by Daylight, aber da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das heißt, es hat auch nichts Wirkliches mit Left 4 Dead zu tun. Das Franchise starb sogar direkt, bevor es wirklich groß werden konnte. Im Februar 2015 hat sich wahrscheinlich eine Firma gedacht, was könnten wir den Spielern noch verkaufen? Und dann kam wahrscheinlich der eine Mitarbeiter aus der Ecke, haut den Cock auf den Tisch und sagt Frame Data Display. Der Chef guckt ihn dann nur so an. Was laberst du? Und dann holt er aus und sagt, wir könnten etwas verkaufen, indem man die Frames sieht, was man zum Beispiel für gewisse Moves braucht. So könnten Spieler dann trainieren, wie sie halt gegen bestimmte Moves halt blocken können. Und das ist halt auch kein Joke. Das haben die wirklich veröffentlicht als DLC. Es klingt für die meisten wahrscheinlich erstmal unnötig. Ich habe mir auch erst gar nicht sehen können, für was das eigentlich war. Ich dachte erst, es wäre ein FPS, waren es aber nicht. Sondern es halt, sind halt wirklich die Frames, die du halt bei den Schlägen machst. Oder halt, wenn du springst, wenn du duckst oder sowas. Und für Leute, die das Spiel wahrscheinlich eher competitive spielen oder sogar E-Sportler sind, ist das halt schon sowas etwas Wichtiges und sollte eine Grundfunktion vom Spiel sein. Das sagen auch die ganzen Reviews, dass man das nicht verkaufen sollte und dass andere Firmen das auch nicht machen. Das war aber das schlechteste DLC von Tekken 7. Und im November 2017 kommt mal EA wieder aus der Ecke. Wieso kannst du nicht da hinten bleiben? Und hat ihre FIFA-Monetarisierungsformel auch in einen neuen Spiel übernommen. Ich denke, wir sollten alle das Spiel kennen. Das ist nämlich die ganze Thematik um Star Wars Battlefront 2, indem man neben Skins aus diesen Lootboxen auch
Fähigkeiten bekommen konnte oder auch starke Ausrüstung. Diese Spieler waren einfach überlegen von Leuten, die das Spiel einfach vom Vollpreis gekauft haben, denn sie hatten ja einfach spezielle Fähigkeiten, die diese Spieler nicht haben. Das heißt, wenn du 1000 Euro ausgibst, warst du einfach viel besser als dieser Spieler, der nur das Basisspiel gekauft hat. Aber hier hat zum Glück EA zum ersten Mal einen riesen Backlash bekommen, dass sie sogar zurückgerudert sind und die Lootboxen an sich mit den Fähigkeiten entfernt haben. Es gibt zwar jetzt immer noch Lootboxen, aber nur für Skins. Wahrscheinlich kommt auch deswegen nicht jedes Jahr ein neues Battlefront, weil du die Leute einfach nicht ausbeuten kannst. FIFA-Spieler sollten vielleicht mal auch versuchen, dagegen vorzugehen. Aber ein Spiel, das eine ganz neue Richtung ausgeschlagen hat, war im Jahr 2017. Denn dieses Spiel war Free-to-Play und ich denke, ihr werdet es alle kennen. Es ist natürlich Fortnite. Fortnite ist wahrscheinlich das bekannteste Live-Service-Game. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist ein Live-Service-Game? Das ist ein Spiel, das wird immer mit mehr Content gefüttert, damit die Leute auch immer neues Zeug haben. Fortnite ist ja ein Battle Royale. Also verkauft man da zahlreiche Skins, packt neue Waffen rein, ändert die Map immer, sodass das Spiel einfach interessant und relevant bleibt. Und wenn ich richtig liege, dann war Fortnite sogar das erste Spiel mit einem Battle Pass, das einfach so ein Progress-System ist, in dem du halt einfach aufleveln kannst durch Spielen. Und wenn du dir den Battle Pass kaufst, dann kriegst du halt auch extra Zeug. Das heißt, du kannst das Spiel an sich kostenlos spielen und hast keine Benachteiligung dadurch, nur weil du kostenlos das Spiel spielst. Außer, dass du von deinen Mitspielern vielleicht gemobbt wirst als No-Skin. Und wahrscheinlich die meisten mit ihren Skins flexen, aber das ist ein anderer Punkt. Und im November 2016 lief das Ganze noch mehr aus dem Ruder. Denn Microsoft hat etwas gemacht, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Bei einem Spiel, das man heutzutage wahrscheinlich sogar gar nicht mal mehr spielen würde. Es geht um Solitär. Und das Spiel ist eigentlich seit Jahren immer kostenlos. Sogar bevor ich geboren wurde, war das Spiel kostenlos. Aber in Windows 10 konntest du zwar Solitär kostenlos spielen, aber was ist das für eine Scheiße? Also, du konntest es zwar kostenlos spielen. Mann, verpiss dich. Man wurde immer mit Werbung konfrontiert oder halt Vollbildanzeigen. Ich weiß nicht, ob ich da wenig recherchiert habe, aber so wie es für mich klingt, wurde einfach Werbung ausgespielt. Und Microsoft wollte halt, dass du dafür zahlst, damit keine Werbung mehr ausgespielt wird. Also das, was ihr wahrscheinlich jetzt von den meisten Mobile Games heutzutage kennen. Aber Microsoft hat ein bisschen weiter gedacht. Damit die Werbung gar nicht mehr auftaucht, musste man $1,50 pro Monat zahlen. Steuerfrei, completely. Wir sprechen hier über ein Premium-Abonnement. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Service für Solitär. Nee, ich habe gar keinen Bock mehr. Im Februar 2018 ging die Monetarisierung immer noch weiter. Denn in Metal Gear Survive musstest du einfach wirklich $10 zahlen, damit du einen zusätzlichen Speicherplatz hast. A fucking save slot, Joe! Is that what I'm seeing here? Are you buying a fucking save slot? Aber man kann das doch sicherlich farmen, oder? Warte, das kann man nicht. Oh my god! 10 fucking dollars for another fucking save slot? Ich finde das schon dreist, dass man Speicherslots verkauft. Und das erst recht für $10. Ich kann es nicht nachvollziehen. Better not. Oh my god, did I just buy that shit? Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich nicht wirklich den Anfang herausfinden konnte. Denn was Ubisoft gut kann, ist keine guten Spiele zu veröffentlichen. Deren Gameplay-Formel ist einfach immer gleich und die machen irgendwie nichts Besonderes. Bei denen ist es wirklich Quantität vor Qualität. Aber jetzt im Ernst, also haben die mal irgendwas anderes gemacht außer Assassin's Creed oder Far Cry? Und irgendwann hat Ubisoft angefangen, einen In-Game-Store in ihren Spielen einzufügen. Ich glaube mal, das Ganze hat ein bisschen mit Assassin's Creed Origin angefangen, indem du dir einfach ganz besondere Rüstung kaufen konntest, wie ein Handtuch. Oder konnte man das kaufen? Weiß ich nicht. Aber auch zum Beispiel Reittiere oder in Assassin's Creed Valhalla, dass du dein Schiff anpassen kannst. Bei manchen Skins frage ich mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Ihr müsst euch vorstellen, sie sind bei so einer Besprechung. Okay Leute, ich will neue Skins-Ideen haben. Vielleicht könnten wir so Wikinger-Teams-Skins machen oder Crossover mit bekannten Wikinger-Serien. Oder auch Skins für die nordische Mythologie, weil es ja auch in unserem Spiel darum geht. Oder wir fügen einfach eine komplette Polizeiausrüstung von den Leuten aus der Zukunft ein. Würde doch ganz gut passen, mit einer Polizeimontur im Wikinger-Universum rumzulaufen. Ich verstehe nicht, warum man sich sowas kaufen sollte. Das tut doch einfach nur den Vibe killen. Dazu hatten auch die Rüstungen, glaube ich, spezielle Stats, was halt auch komisch ist, denn du konntest dir die Rüstungsteile auch wirklich nur kaufen. Das Ganze haben sie dann auch in Far Cry gemacht, was ich irgendwie
irgendwie nicht verstehen kann, weil du siehst den Charakter des ganzen Spiels einfach gar nicht. Aber auch im neuen Avatar, also nicht den hier, sondern den blauen Wichser hier, ich habe die Filme nie geschaut, kann man auch einfach sein Vieh hier, also sein blauer Wichser, Drip geben, was halt irgendwie auch gar nicht cool aussieht. Aber auch in Watch Dogs Legions hat man so einen Drop eingefügt. Für Leute, die das Spiel nicht kennen, in Watch Dogs Legion gibt es keinen Main-Charakter. Du konntest quasi in dem Spiel jeden NPC rekrutieren für deine Aktivistengruppe. Und Ubisoft hat deswegen Charaktere verkauft im Shop, die besondere Stats haben, auch ein besonderes Aussehen und auch einen gewissen Charakter. Das Problem ist halt zum Beispiel, dass alle Figuren, die du sonst im Spiel hättest, einfach charakterlos sind. Das merkst du sogar an den versteiften Dialogen, die du im Spiel hast. Yes, we're getting bigger and bigger. Welcome to Dead Zone. Yes, I'm ready to go bastard hunting with you lot. Fuck yes. Und dazu gab's noch zahlreiche Skins, die du aber auch im Multiplayer verwenden konntest, der aber nach ein Jahr gefloppt ist. Im Juni 2022 kam dann Diablo Immortal. Davor war die Firma halt ziemlich beliebt und war auch erfolgreich. Heute kann man das nicht mehr so nennen. Blizzard wurde halt immer gieriger. Ich müsste eigentlich einfach nur das Stuhls-Video einblenden. Und anstelle von einem PC-Spiel hat man in Diablo Immortal halt ein Handy-Game draus gemacht. Mit ganzen fucking 16 Währungen, die du dir für echt Geld kaufen konntest. Du konntest sogar kaufen, dass dein Loot einfach viel besser wird. So sah es zum Beispiel als Free-to-Play-Spieler aus. Und so, wenn du mehrfach Geld reingepumpt hast. Als Free-to-Play-Spieler konntest du im PvP auch gar nicht mithalten. Es gab auch einen Spieler, der sich einfach so stark gekauft hat, dass er nicht mehr ins Matchmaking kam. Und der neueste Skandal in dem Sinne von Mikrotransaktionen hat Capcom gemacht. Das sind die Entwickler von Resident Evil und dem neuesten Spiel Dragon's Dogma 2. Was die meisten aber vor Release nicht wussten, dass es sehr viele Mikrotransaktionen als DLC gibt. Du konntest ja zum Beispiel so ein Camping-Set kaufen, mit dem du lange Reisen machen kannst. Was ist das für eine Beschreibung? Du magst die Soundeffekte nicht? Dann kauf dir einfach neue. Warum sollte man sich Harpien-Lockmittel kaufen? Die sehen so fucking gruselig aus. Okay, irgendwie konntest du damit fliegen. Ein Anhänger, den du an einen random NPC verschenken kannst, keine Ahnung warum. Beim Nachschauen habe ich gesehen, du kannst damit die Zuneigung erhöhen. Du kannst dir ein Mittel kaufen, mit dem du die Charakterausrichtung des Begleiters ändern kannst. Du kannst einen Einwegschlüssel kaufen, in dem du aus dem Gefängnis ausbrechen kannst. Du kannst dir auch ein Mittel kaufen, in dem du das Aussehen deiner Spielfigur im Nachhinein nochmal verändern kannst. Auch einen Portstein, den du halt platzieren kannst, um dich wieder an die Stelle hin zu teleportieren. Steine, mit denen du Charakter A, B, C, D, E wiederbeleben konntest. Wieso haben die Charaktere keinen Namen? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Das klingt jetzt zwar alles wirklich krass, was sie hier verkaufen. Und das hat auch das Spiel wirklich sehr viele negative Reviews gegeben. Dabei kann man alle Items, die ich gerade genannt habe, im Spiel durch Erkunden bekommen. Nur das wusste halt davor niemand. War also kein guter Release-Tag für das Spiel. Das Ding ist, man hätte sich bei Capcom eigentlich nicht wundern sollen, dass sie sowas gemacht haben, weil die das auch bei anderen Spielen gemacht haben. In Resident Evil kannst du zum Beispiel auch zahlreiche Add-ons kaufen, indem du zum Beispiel Items bekommst, Waffen hast, zum Beispiel auch eine Karte, wo du alle Schätze findest und so weiter. Und da ist halt jetzt die Frage, ist es unnötig? Ja. Muss man es kaufen? Nein. Ich vermute mal, dass Capcom diesen Trend fährt, um extra Support, also mehr Geld zu bekommen, da Singleplayer-Spiele wahrscheinlich einfach nicht mehr lukrativ dafür sind, zu entwickeln. Auch eine Firma, die wahrscheinlich nicht so viele in diesen Mikrotransaktionen-Licht gesehen haben, ist Nintendo. Die Spiele auf der Switch und auf deren Konsolen haben fast keine Mikrotransaktionen, aber dafür deren Mobile Games, wie Mario Run oder Mario Kart Tour oder Animal Crossing Pocket Camp, waren einfach voller Mikrotransaktionen. Bei Mobile Games ist es zwar normal, aber wie sie es gemacht haben in Mario Kart Tour ist zum Beispiel ein Problem gewesen. Ich glaube, das wurde sogar in manchen Ländern verboten, weil du da so ein Gacha, also Glücksspielsystem hast. Dies wurde aber später dann doch wieder entfernt. Warum Nintendo zum Beispiel auch keine Mikrotransaktionen an ihren Konsolen anbietet, ist wahrscheinlich, weil Nintendo family-friendly sein möchte. Bei deren Mobile Games war es wahrscheinlich der Free-to-Play-Aspekt, warum sie das gemacht haben. Aber ich finde auch, Nintendo braucht auch keine Mikrotransaktionen. Jedenfalls tun sie ihre Spiele vollständig releasen. Ein Spiel, das wahrscheinlich wenige Leute kennen, das aber meine Kindheit geprägt hat, war Wizard101. Und ich habe da
schon so viel Geld ausgegeben. Das Spiel kam am 8. September 2008 raus und es hat sehr viel Mikrotransaktionen. Angefangen von einem Abo-System, für das du direkt zahlen musstest, wenn du Level 5 erreicht hast, um in die nächste Gebiete zu kommen. Was, wenn du in den Himmel willst, aber Gott sagt... Oder du fightest einfach die Paywall. Not so fast, young wizard. It is I, the Paywall. And I'm here to make you pay. Well, to make you ask for your parents' permission to pay to access the next area. You will pay. Pay, I say, pay! Das Deck meines Großvaters enthält keine jämmerlichen Karten, Kaiba. Aber es enthält... Unmöglich! Defeated by a mere credit card? Impossible! I will have my revenge! Just wait until you meet my brother, the Zone Rental. Das geht dann immer so weiter mit Lootpacks, in dem du sogar Zauber rausbekommen kannst inzwischen. Starke Ausrüstung. Auch Lootpacks, in denen du halt auch Sachen kaufen kannst, die du nur farmen kannst. Meistens am Ende von den Dungeon gibt es so eine Boss-Truhe, wo du halt nochmal Geld ausgeben kannst, damit du Loot bekommst vom Boss. Es wird sogar in Zukunft einen Vault-Skip-Rank geben. Und das Monetarisierungssystem geht sogar so weit, dass sie jetzt sogar einen Battle Pass haben. Der nächste große Übeltäter ist sogar Mojang, also die Entwickler von Minecraft. Oder sogar eher gesagt Microsoft. Denn in Minecraft Bedrock kannst du dir Texturenpakete, sogar Mods und so weiter kaufen. Da gibt es sogar die Adder-Mod, die einfach nicht vom echten Entwickler da reingestellt wurde. Du kannst dir dort auch einfach nur Skins kaufen, was schon ziemlich dreist ist. Nur die Frage ist jetzt, die ich mich stelle, warum machen das Entwickler? Werden die gerade so gierig oder muss man das tun? Warum gibt es überteuerte DLCs? Warum kommt ein Spiel unfertig raus? Warum packt Ubisoft deren fucking Shop in jeden Game rein? Warum hast du das Video überhaupt nicht geliked? Ich zünd gleich dein Haus an, wenn du es nicht gleich machst. Der Grund ist wahrscheinlich ganz simpel, dass AAA-Spiele einfach viele Kosten mit sich bringen, als damals, und sie ja die Kosten auch wieder reinholen wollen. Denn ein Spiel, was du für 60 Euro gekauft hast, hat wahrscheinlich Millionen in der Entwicklung gekostet. Und so versucht man Strategien zu finden, wie man das so ertragbar macht, dass man das Geld auch wieder reinbekommt. Wahrscheinlich hat Ubisoft deswegen so ein Template, wo einfach Assassin's Creed draufsteht, wo sie einfach nur noch die Welt kreieren müssen. Deswegen gehen auch sehr viele Spiele auf so ein Live-Service-System rüber, wie bei Fortnite, indem man einfach mehr Content einfügt. Nur die Frage, die ich mich jetzt am Ende des Videos stelle, ist, wie weit soll das alles noch weitergehen? Werden irgendwann Updates kostenpflichtig? Müssen wir irgendwann für einen Day-One-Patch bezahlen, um diesen früher zu bekommen? Müssen wir irgendwann dafür zahlen, um in ein anderes Gebiet früher rein zu dürfen? Wie weit soll das Ganze noch gehen? Und da will ich deine Meinung wissen. Habt ihr für Spiele schon Mikrotransaktionen ausgegeben oder... Kennt ihr noch andere Beispiele, wo Entwickler richtig dreist geworden sind, die ich hier aber nicht erwähnt habe? Oder hast du sogar eine ganz andere Meinung darüber? Lass es mich in den Kommentaren wissen, ich lese mir alles durch. Und wenn du mir bei solchen Videos helfen willst, kannst du gern dich für mein Yami-Helferprogramm bewerben. Und dann bist du teilweise in solchen Videos halt mit drin, mit Skript schreiben oder Video editieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und schreibt mir auch in die Kommentare gerne andere Themen, die ihr gerne wissen wollt oder wo ich auch mal genauer reinschauen möchte. Das nächste Video wird mit Epic Games zu tun haben und ja, Schokolade.